Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Vizivist Revelation. Mit mir, eurem Illyria und im Opa Zockt. Moin, moin. In dieser Folge haben wir natürlich wieder einiges geplant. Ich habe auch vor, Opa mit einer Kleinigkeit zu überraschen, weil ich mich ein bisschen weitergebildet habe, was Mods angehen. Aber erstmal, was ich mir aufgefallen ist, was Opa nicht aufgefallen ist, die Felder müssen abgeerntet werden. Die sind schon wieder voll. Ja doch, das hab ich schon gesehen, aber keine Zeit gehabt. Ja. Arbeitet der nicht? Hä? Der Weizenkörner? Okay. Sind doch fast fertig, oder nicht? Nö, die sind noch nicht reif. Ach ja, und was auch eine schöne Überraschung für euch sein sollte, und zwar, Opa und ich haben auch vor, uns in einer der nächsten Folgen mal mit Songcraft auseinanderzusetzen. Das wird allerdings so etwas dauern, wir brauchen nämlich noch einen Ort, wo wir bauen können. Na, komm her. Ey, genau deswegen, diese Scheiß-Song-Viecher. So, ich hab einen gekillt und hab einen Wisskristall R gekriegt. Alter Schwede. So. Haben schon 1600 Orchids im System. Das klingt gut. Damit machen. So, die Kisten mache ich ein bisschen leer, wie gesagt, was die Ernte eingefahren werden kann. Weil das ist ja noch alles so semi-automatisch. Gar nichts. Einfach nur gar nichts. Okay, so. Ein Creeper. Wunderbar. Für mich wäre jetzt diese Folge... Auf jeden Fall erstmal schlafen. Ja, mach das mal. Obwohl, ich brauche noch Endermänner. Was? Ich hab noch Soulwiles. Auf dem Kanolahaus ist gerade einer. Auf dem Kanolahaus? Mhm. Da bin ich gerade vorbei. Also laut meiner Minimap ist hier keiner. Aber ich guck mal nach. Also ich bin eben gerade vorbeigeflogen. Ah, nein. Ich sehe ihn. Ah, nee, ist nicht das Kanolahaus. Ja, Stillhaus. So, einen habe ich. Fehlen mir noch zwei. Da, ich sehe noch einen. Ich hoffe, dass der nicht in der tiefen Höhle sitzt. Ich hoffe, dass ich den kriege. Brauche hier definitiv noch Platz. Da ist einer. Hey, Creeper, ich will dich nicht. Hau ab. Schon wieder ein Creeper. Und wo kommen die Creeper alle her? Noch ein Creeper. Warte mal, du hast mir doch hier so eine komische Laterne gegeben. Apropos Laterne, was ich auch vorhabe zu machen. Ich möchte schon die ersten Posts setzen für das an den Gängen. Elektrisches Licht. Oh ja, das ist eine gute Idee. Ja, das habe ich mir auch gedacht. So, ein Enderman brauche ich noch, dann habe ich sie. Dann kann ich auch unsere Jetpacks auf die letzte Tierstufe upgraden. Wir müssen so mal gucken, wie die Wutfarm steht ja sozusagen auch noch im... In Planung. Die Frage ist nur noch aktuell, wo wird die hingesetzt? Weil die braucht auf der höchsten Tierstufe. Das ist so ein riesiger Altar, da braucht schon einiges an Platz. Der wird wahrscheinlich 2 Chunks oder sogar 4 Chunks einnehmen. Wie heißt denn der Controller von Wut? Augenblick, gucke ich mal eben nach, dann kann ich dir das sagen. Ja, ich suche nämlich ihn auch gerade. Der heißt... Factory... Steuerung. Fabriksteuerung. Ja, Factory Herd. Oh, der braucht einmal eine Fabrik Base, also Basis, gemacht aus Seelenstein und einem Dunkeleisenblech. Und er braucht einen Controllerkern. Aber dieser Stygian Anvil, ach du Scheiße, ja okay. Aber das sollte auf jeden Fall... Dunkeleisenamboss, ach das kriegen wir hin, das mache ich schon. Das sollten wir auf jeden Fall dann jetzt demnächst mal in die Planung mit einfließen lassen. Der Wutspawner, das ist sowieso, das habe ich mir zur Aufgabe gemacht, darum werde ich mich kümmern. Such du einen Ort aus, wo du meinst, wo er bleiben kann, dann werde ich mich darum langsam kümmern. Ja, und da geht es nämlich schon los. Such mal einen Ort aus, wo
wir Platz haben. Also was Norden und Westen angeht, würde ich sagen, jenseits des Flusses. Ansonsten nach Osten runter. Obwohl ich vorhabe, im Osten mich die Ölförderpumpe hinzusetzen, den Pumpjack. Obwohl ich kann ja auch so nordöstlich den Pumpjack irgendwo setzen. Den würde ich aber gar nicht so weit weg wollen. Geil aus. Daher die ganze Anlage hier noch größer wird und wir uns immer weiter ausbreiten, müssen wir schon damit darauf eingehen, dass das geht. Ich brauche noch einen Enderman. Ein Enderman brauche ich noch. Ich brauche sowieso eigentlich noch einen Enderman, weil der Wutspawner funktioniert nicht mit den Soul Wilds, sondern wir brauchen Richtig. dafür dieses Prisma. Da wird nämlich die Seele des Endermans eingesammelt. Nee, warte mal, der Endersplitter. Schlage den Mob mit dem Splitter, um ihn zu fangen. Töte den Mob, um den Splitter voll zu programmieren. Der Splitter muss in der Schnellzugriffsleiste sein. Ach so, okay, dann brauche ich doch das Prisma wahrscheinlich. Da ist es auf jeden Fall gut, wenn ich mehrere Endermänner einsammle. Dann kann ich nämlich das passend besser Wie hinbekommen. viele Tanks hattest du noch im Fertigstellung Ich glaube, ich gehabt? kann noch drei, vier Tanks bauen, geschätzt. Okay. Oh, ich habe hier einen Soundcraft-Baum gefunden. Oh, bring den mal bitte mit. Die mitbringen. Soll ich den abernten oder soll ich oder was soll ich damit machen? Ja, genau. Komplett einfach mal. Ich brauche mal ein Setzling davon. Redwood Log. Okay. Erstmal muss ich mir die Viecher wegmachen. Ich glaube, da ist doch kein Spawner drunter. Ist einfach nur Great Wood. Ja, aber Na egal. Greatwood ist halt nicht schlecht. Ja, ich vergesse jedes Mal, dass es hier nicht diesen Excavator gibt. Dafür könnte ich deine Lumber-Eggs gebrauchen. Ich komme mal zu dir und leih mir mal deine Lumber-Eggs. So, der ist genau im Osten. Wo bist du? Im Keller? Ja, bei den Tanks. Boah, mach dich weg, Zombie. Ich brauch dich nicht. So, erstmal den ganzen Müll ins System schmeißen. Gut, jetzt bei Tag kriege ich sowieso kein Enderman. So, gib mir bitte die Lumber Eggs. Das Übrigens, ich weiß ein besseres Werkzeug Lumber-Eggs. zum Arbeiten statt dem Hammer. Schon mal was von dem Drill gehört. Oh, den mag ich überhaupt nicht. Der baut aber alles ab. Auch Ja, Kies ja. und Sand. Richtig, aber den mag ich überhaupt nicht. Warum nicht? Persönliche Meinung. Okay, ich werde den wahrscheinlich mal ausprobieren. Weil der Drill hat eine ziemlich bescheidene Arbeitsfläche. Nö, die kannst du ja erweitern. Die Arbeitsfläche kannst du erweitern. Ordentlich erweitern. Ja, aber wie gesagt, ich mag ihn zumindest persönlich nicht. Naja, vielleicht ist er ja aufgebessert worden. Vielleicht ist er ja besser. Als ich in meinem anderen Let's Player gesehen habe, der hat das Ding gebaut, mit Begeisterung gezeigt und demonstriert und das Ding hat mich überzeugt. Ja gut, ich denke mal, das sind halt solche Sachen, das sind persönliche Meinungen und da bin ich so. Ich meine, Möglicherweise ja. man hat schön viel Automatisierung drin schon hier, aber es gibt halt so Spielmechaniken, wo ich sage, okay, das muss definitiv Nicht sein. richtig. Ich meine, der Hammer ist schon geil, dreimal oder bisschen doch 3x3, aber dann ist aber auch gut. Na, wo ist denn das letzte Holz hier? Was ist das, Oh. dass ich das Ding hier Oh shit.
Da merkt man doch mal wieder seinen eigenen Baufusch hier. Ja. Den merkt man besonders gut. Also wenn man selber pfuscht, meine ich. So. Ich habe jetzt einiges an Greatwood, auch einiges Leaves. Saplings. Ich habe 20 Greatwood Saplings und ich habe 5 Stacks Greatwood Logs. Meinst du, der könnte für die Farm sogar besser sein, weil der größer wächst? Nee, das kriegen die Farm nicht hin. Dann bleibt der obere Teil immer übrig. Weil die Reichweite zu gering ist. Wie sieht's mit Fichten aus? Weil Fichten wachsen doch zu Viere auch größer. Ja, aber alles, was mehr als einmal eins ist, ist mal so ein bisschen schwierig. Ich habe keinen Dienst mehr. Man kann sie mit 2-3 Saplings austesten, wie das wie's läuft. Oh, doch, das. Ach du je. Na komm schon. Mach richtig hier. Mach die. Na, immer noch nicht. Auch interessant, Jo. So. Den Greatwood habe ich schon mal weggeschafft. Jawohl. Ich schmeiß das Holz mal ins System. Würde interessieren, wie das Holz aussieht. Vielleicht kann man damit sogar ein bisschen Fundament setzen. Ja, wir brauchen auf jeden Fall. Ich finde, unser Haus braucht ein Fundament. Ey, ja, das kann sich sehen lassen, das Holz. Es ist dunkel. Und vor allen Dingen, das Fundament finde ich, muss ich ganz ehrlich sagen, nicht ganz so wichtig, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ein bisschen Varietät. Das meine ich damit. Das meine ich damit. Das Haus braucht ein bisschen Ablenkung und Design. Individualität, jetzt habe ich ja, es. Ja, Individualität. Soll ich noch einen Lockwood-Baum suchen? Nee, ich denke mal, das reicht. Den kannst du ja auch viermal anpflanzen. Weil hier ist nämlich noch einer. Direkt vor meiner Nase. Ja, wenn du einen hast, dann nimm ihn gleich mit. Gut. Hä? Oh, hallo Creeper! Nein! Wir hätten hier gleich in die Luft gehen. Was ist los? Mein Planungsfehler gemacht. Okay, meine Tasche ist voll. Tatsache. Da habe ich ja Schwein gehabt, dass mir das jetzt noch auffällt. Ich schmeiß mal die Greatwood Sapling ins System. Die Planks, finde ich, sehen gut aus. Die könnte man auch benutzen. Aber da die sehr dunkle sind, nicht unbedingt für alles. Na, ich schmeiß mal die Soul Wilds mit Enderman auch mal ins System. Ey, was ist denn da runtergefallen? Pilze? Wo waren die denn? Oh, sogar hier in die Höhle sind die gefallen. Auch zwei Luft zwischen. Ei, Karamba, was kommt denn da an Holz raus? Bisschen was. Ist nur schade, dass dieses Miner nicht mehr richtig funktioniert, wenn es nur noch Bruchstücke übrig sind. Ja, das ist nämlich das gleiche Problem bei den Baumfarmen. Da kriegen die nämlich Probleme. Da würde ich ja schon fast eher mal die Farming Station von NIO ausprobieren, weil da kannst du entsprechend geupgradete Werkzeuge reinschmeißen. Ja, aber die haben das gleiche Problem. Aber ich glaube, die Reichweite ist ein bisschen höher. Die können auch größere Bäume abfarmen. Ja, die können, glaube ich, auf 14x14 oder sowas. Wäre gut für die Greatlocks. Und wir hätten ja, bedeutend höhere Holzernte. Ja, aber die haben halt nicht die Reichweite. Die haben zwar eine schöne Reichweite, aber die das funktioniert nicht nach oben. So, 1, 2, 3, 4. Mein Problem. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Tanks bräuchte ich dann hier unten nochmal wieder. Ja, Opa, sowieso. Mein Problem ist, ich habe die Erfahrung gemacht, dass wohl der Mod-Entwickler von Ender.io seine Farming Station ein bisschen
genervt hat. Die Reichweite ist nicht mehr so hoch wie früher. Trotz Octalic. Anderes Texture-Pack. Wieder ein anderes? Nein. Von der letzten Staffel, deswegen weiß ich jetzt gerade nicht, wie das hier aussieht. Ich habe mich schon ein wenig an das Texture-Pack gewöhnt, weil ich das auch auf meiner Stoneblock-World habe. Habe ich da auch eingesetzt. Allerdings habe ich das kombiniert mit meiner eigenen Texture-Pack. Dass die Blöcke, die durch dieses Texture-Pack nicht übernommen werden, von dem anderen Texture-Pack übernommen werden. Das letzte Ding vergessen. Ah, Seed Oil. Dann. So. Gut, habe ich das auch abgebaut. Aber warte mal. Wir haben ja noch überlegt, was wir unter den Tankens machen. Weil da ist jetzt dieses Shield Stone gemacht. Gehen da nicht auch diese Posts von Immersive Engineering? Weil die sind doch unten ein bisschen breiter. Du kannst die Leitungen einmal nach oben hin anklemmen oder nach unten. Nein. Als Fundament unter dem Tank. Weil die Leitungen sind ja unten ein bisschen breiter. Nein, das würde nicht funktionieren, weil das die Dinger sehen auch aus wie Strommasten. Das würde ziemlich komisch aussehen, aber ich kann das gleich gerne mal antesten. Ich baue gleich mal einen Post. Weil an Teeröl mangelt es mir aktuell nicht. Ich baue gerade die letzten Reste dieses Greatwood-Baums ab und dann komme ich mal rüber. Du baust die aus Holz. Die kannst du aus Holz bauen, aus Stahl, aus Aluminium. Ja, das weiß ich. Du baust sie auf Holz. Ja, habe ich gedacht. Aber es kommt darauf an, wohin man sie baut. Dann sollten sie aus Aluminium oder Stahl sein, weil es muss ja auch noch zum Ortschaft passen. Dann sieht es aus wie gewollt und nicht gekonnt. Geh da jetzt nochmal rein. Tanks. Ups. 512. So, es ist wieder Nacht, dann kann ich nochmal Ausschau halten nach einem Enderman. Na, habe ich den Baum abgeholzt? Sieht so aus. Ach, da fällt mir gerade was anderes ein. Jawohl. Was ist denn hier? Ach, hier ist wieder so ein Pech-Forager. Okay. Weiß ich den Kram mal ins System. Ich schmeiß deine Lumber-Ex ins System. Kannst du wieder rausnehmen, ne? Jo. 22 Greatwood-Saplings. Ja, wunderbar. Also, nein. So, jetzt gehen wir auf Enderman-Suche. Ah, das ist noch Holz. Endermänner, wo seid ihr? Hä, ist das hier auch noch was? Ne, das sind Eichen. Oh, Eichen sollst du weichen. Aus. Ja, die laufen auch noch. Energie ist nur ein bisschen knapp, da erinnere ich mich. War ja was. Oh, was macht man aus Olivenöl mittlerweile? Was denn? Den Enderman. Die imprägnierten Casings. Ah ne, Seed Oil geht die auch. Kannst du aus allen Seed Oils machen, soweit ich weiß. Nein, nur aus Olivenöl und Seed Oil. Verdammt, der Enderman hat sich wegteleportiert, der ist weg. Okay, das ist kein Problem. Das ist kein noch Problem. Ein Laser. Jetzt muss ich mal ganz kurz. Oh.
4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36 Champions. Tschüssi! Hast du schon mal so eine kleine Kinderüberraschung erlebt? Du willst dich ein Monster annehmen und hinter dem Monster war ein Creeper versteckt, der gerade vor deiner Nase detonieren will? Okay. Okay, ich brauche noch hier hinten 4 so. Datenleitungen. 4 ganze Datenleitungen. Übrigens, ich hab mich noch weiter, also noch weiter schlau gemacht. Ich kann den Fahrstuhl noch besser automatisieren. Ah, nicht okay. So mit dem Bildschirm außen, sondern dass da quasi nur so ein Knopf dran ist, dass den Fahrstuhl ruft. Und dass die Türen offen und dass die Türen alle offen stehen, wenn der Aufzug auf der Etage ist. Okay, ja, das ist natürlich kann ich jetzt bauen. Smart Cable brauche ich. Ah ja, ich habe ja noch einen Void Ormine in der Tasche. ME-Glaskabel. Okay. So, erstmal die Dingens einspeichern. Ach ja, und ich wollte noch die Opa-Überraschung bauen, fällt mir gerade ein. Wenn ich das nicht schon erwähnt habe, die Zuschauer. Neta-Quarz. Ey, sag mir nicht, wir haben schon wieder kein Neta-Quarz. Das weiß ich nicht, aber ich sehe nur, dass mein Rezept Neta-Quarz braucht und ich krieg schon wieder Panik. Ich habe 67 Neta-Quarz-Erze in der Tasche und 409 sind im System. Ich werde die mal eben aufdröseln, also aufknacken hier, verarbeiten. Erstmal den Alloy-Smelter abschalten, sonst macht er daraus Silizium und dann kriege ich wirklich Bauchschmerzen. Ja, definitiv. So, Neta-Quarz, 2 Stacks, Redstone, 2 Stacks. Reicht das dann überhaupt? Ah, ich liebe das Nebenprodukt Neta-Quarz-Staub. Da kommt 4. Reicht das nicht? Einen Schluck trinken, muss sein. Oh, der ist schon mit allen durch. Von mir aus. Warte. Ja, das habe ich mir gedacht. Der hat sich schon alle Nieder Quarz gekrallt. Er wollte die gerade schon zerstören. Arschloch. Wenn ich den Alex-Welter nicht abgeschaltet hätte. So. Juri, ich muss noch was erzählen. Was? Noch was erzählen. Ich habe 3 Stacks Neta-Quarz, reicht das? Ich hoffe. Gut. Wie viel Wolle haben wir noch? Wolle, kannst du noch zusammencraften 5. Aus den Fäden. Ja, deswegen, ich weiß. So, und dann schaue ich mal nach den Dingern, die ich für Opa basteln wollte. Ob ich noch zufälligerweise einen von anderen Dingen habe, weil ich möchte die Sachen nicht beim Namen nennen, weil der liebe Opa das mitbekommt. Das soll ja eine Überraschung werden. Ist der Alloy-Smelter noch aus? Der ist aus. Warte. Jetzt ist er aus. Zertus-Quarzstaub. Er würde auch sonst zu Silizium machen. Ja, deswegen frage ich extra. Ja, deswegen sagte ich ja auch gerade, mir würde es auch Bauchschmerzen bereiten, wenn ich jetzt alles zerschreddern würde und alles verbrennen würde. Alter, so. du hast doch ein ganzes Deck NC Grinding Balls gemacht, ne? Ja, ist alles schon verbrannt. Nee, es sind noch 54 drin, aber trotzdem, überleg das ja, mal. Die gehen schnell weg. Ja, sehr. Ja, ach, Opa, mir fällt gerade ein, guck mal, wir haben noch diesen manuellen Segmel, der hätte es auch reinschmeißen können. Ach, ja, shit. Ja. Hätten wir uns den Ärger sparen können. Oh, ich brauche Information Screen wäre auch nicht verkehrt. Da kann man an Maschinen ablesen, was sie gerade verbrauchen oder ja, nutzen. Oh ja, das ja, bauen wir gleich schon mal ein paar. Ey. Achso, wollte ich sagen. Wie viele willst du haben von diesem Information Screen? Stack. Ein Stack. Haha. Kümmern wir später drum. Ich mache erstmal das, was ich für dich geplant habe. Aber das wird wahrscheinlich in dieser Folge sowieso nicht mehr ganz funktionieren. Deswegen würde ich sagen, kümmere ich mich doch um ein paar Information Screens. Der wollte gerade ernsthaft Neta-Quarz das benutzen. Der sagt Sack. Das kann passieren. So, machen wir mal. Oh. Ups. Machen wir erstmal 6 erstmal 6 von diesen Screens. Pass auf, und jetzt habe ich davon noch viele hergestellt gehabt.
fehlt denn hier? Hat keiner gesehen. Kannst du mal ganz kurz in die Kiste links von dir gucken, bei dem Charger? Ja, also du meinst von dem Ladegerät für unsere Items? Nee. Da sind 63 geladene Sertus-Quarz-Kristalle drin. Ja, 63, okay. Ich brauche 2 Sticks. So, ich habe jetzt Information Screen fertig. Ich kann mal einen irgendwo dran setzen. Wo willst du einen dran haben? Zum Beispiel... Machen wir hier den Eros mit einfach mal dran. Not a power cell or anything that supports power. Nee, okay. Das Problem ist halt... So. Du musst unten dran setzen, das ist wieder halbe Block. Yep. Hast du den eingesammelt? Ich glaube ja. Hab ich. Du bist jetzt ein Information Screen. Nee, das habe ich. Nein, hab ich nicht. Okay. Ah, so. Ja. Er zeigt also RF 4000 Max. Irgendwie sind die Informationen so ziemlich. Scheiße, die Informationen, weil das stimmt gar nicht. Nö. 4000K? Sind doch nicht 4 Millionen, oder? Ach, das ist, wie viel gespeichert drin ist. Ja. Ah, wenn das Ding leerer wird, zeigt er das an. Nimm das Ding mal mit und setz mal hier an die Cryo Stabilized Flux Duct ein ran. Wenn das geht. Das weiß ich nicht. Maximal 300. Ja, was 300? Ah, okay, das macht er nicht. Dann nee, er zeigt dir auch nichts an, weil guck mal, wenn du eine Maus auf den Flux Duct drauf hältst, er zeigt dir ja nichts an. Ja, dann geh mal hiermit in die Batterie, in das Batteriehaus. Ja. Aber ich würde gerne, ich würde das Ding gerne an einer NIO-Leitung mal ausprobieren. Ah, ich komme erstmal zu dir. Ich würde gerne mal wissen, ob das funktioniert. Setz dich mal hier an diesen Block hier oben. Ja, mach einfach mal an. Nur ich sehe das irgendwie als schwachsinnig an, weil NIO bringt ja ein eigenes Display-Interface. Ja, aber ohne halt, es zeigt halt nicht an, wie viel drin ist. Also es zeigt an maximal 575 Millionen. Kommt, genau, das, passt, stimmt. Das passt, genau. Das heißt, der Information Screen macht halt nur, oder zeigt nur an, die Energie, die in der Maschine gespeichert ist. Ja, nur dieses obere RF, das verstehe ich nicht, diese obere RF-Anzeige. Genau, maximal 575 Millionen passen rein, aktuell hat er 188 Millionen drin. Ach so, das zeigt an, wie viel aktuell... Ah, Tatsache. Das meine ich. Also es geht maximal 575 Millionen rein und 188 Millionen hat er jetzt gerade drin. Kann man den Bildschirm auch größer machen, wenn du jetzt noch einen oben drüber setzt? Verbinden die sich? Muss ich ausprobieren, ich versuche es. Nein. Machen sie nicht. Schade. Schade. Gibt's, hau mal, F-Tools Power ist das, ne? F-Tools ist von, nein, ja doch, von F-Tools Power. Er sagt, place this block on a power cell to display information about that cell. Right click with a wrench to change modes. Ah, okay. Aha, okay. Ah, weil ich guck mal, vielleicht habe ich noch eine Wrench dabei. Ich meine, ich hatte mal eine Wrench gebaut. Oh, warte mal. This is a modular screen. As such, it doesn't show anything. You must insert module to control what you see. This screen can generate remote power. Es gibt diese, nicht diese Information Screens, es gibt ja auch diese ganz normalen Screens. Ja, das ist richtig. Aber die machen das im Großen und Ganzen nicht viel anders. Ja, aber die sind, glaube ich, solar. Ach so, warte mal. Gibt es hier noch die... Alarm? Schade. Schade. Ich würde sagen, wir müssen sowieso es mit der Folge feiern machen. Wir sind nämlich jetzt schon? Ja, 29 Minuten und 40 Sekunden. Ich würde sagen, bevor wir mit irgendwas Großem weiter anfangen, jetzt nicht mitten am Ende dieser Folge, wir nehmen uns das für die nächste Folge vor. Richtig. Ich gucke jetzt nochmal ganz kurz, wie es aussieht mit den... Ne, du probierst das jetzt nochmal aus mit den... Warte mal, war das Ding nochmal da dran?
Mit was, wie mit was ging das? was? Mit dem Winch, ne? Mit der Wrench kannst du es ändern, ja. Dann kannst du die Anzeige ändern. Aber ich glaube, dafür brauchst du die Wrench von dieser Mod. Ah, Jeta nein. Wrench wird nicht funktionieren. Owned by Illyria-Videos. Versuch's mal mit der Liederwünsche. Achso, Ja, du siehst kannst es noch du? drehen. Okay, das heißt, dann bauen wir mal in der nächsten Folge diese Range von der Ja, F-Tools. mache ich. Kümmere ich mich drum und dann schauen wir uns das mal genauer an. Also, liebe Zuschauer, für Richtig. diese Folge war es das auch. Wir hoffen, ihr hattet einen Spaß genauso wie wir. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, ciao, ciao. Bitte.